24 Stunden Wanderabenteuer rund um den Edersee. Start und Ziel war die Kellerwaldhalle in Frankenau. Es ging durch den Nationalpark 85 Kilometer und Samstagmorgen dann Wandermarathon 43 Kilometer. Erstmal ist natürlich ganz toll, dass wir überhaupt wieder die Veranstaltung durchführen können, aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. Wir haben 150 Teilnehmer, angemeldete Teilnehmer bei der Extremtour 85 Kilometer, die unsere schöne Natur kennenlernen wollen. Und es starten nochmal ungefähr 190 Teilnehmer bei der Marathonstrecke, also hoher Zuspruch. Ich glaube, die Teilnehmer sind froh, dass sie endlich mal wieder raus in die Natur können und sich so ein bisschen dieser Herausforderung stellen dürfen. Wir werden ganz arg unterstützt bei der Veranstaltung von Natur und Nationalpark, insbesondere der Naturpark Kellerwald-Edersee hat die ganze Streckenmarkierung übernommen. Wir haben die ganze Strecke nochmal mit Sonderzeichen markiert, obwohl teilweise natürlich auf unseren schönen Hauptwanderwegen gelaufen wird. Das hat komplett der Naturpark übernommen. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für uns. Und wir haben eine ganz große Unterstützung von ganz vielen ehrenamtlichen Helfern, von Vereinen, von Ortsgruppen, von Ortsbeiräten, die an den Stationen, Verpflegungsstationen und Getränkestationen die Teilnehmer versorgen. Und ohne die wäre die Veranstaltung gar nicht möglich. Ja, jetzt sind wir gerade dabei, dass die Teilnehmer einchecken. Die werden alle registriert, damit wir wissen, wer unterwegs ist, wer dabei ist. Vor allen Dingen, wenn mal jemand vermisst wird, dass wir das nachvollziehen können. Dann wird es einen gemeinsamen Start geben. Dann gehen heute Abend, am Freitag, die Extremwanderer um 19 Uhr auf die Strecke. Sie haben 85 Kilometer vor sich. Auf der Strecke gibt es halt verschiedene Verpflegungsstationen, die die Teilnehmer entsprechend versorgen. Und am Samstag starten dann ungefähr 190 Teilnehmer die Marathonstrecke. Das wird ähnlich ablaufen. Die checken hier ein, werden registriert. Dann gehen die gemeinsam auf die Strecke und werden ungefähr 12 Stunden brauchen, um die 43 Kilometer zu bewältigen. Das Besondere ist natürlich gerade für die Extremwanderer, dass wir abends starten. Das heißt, die haben den ersten Teil der 85 Kilometer der Nacht zu laufen. Das ist besonders gut, weil man dann so morgens nochmal die Motivation bekommt, wenn die Sonne aufgeht und man weiß, man hat dann immer noch irgendwie 40 Kilometer vor sich, dass man dann nochmal so einen Motivationsschub bekommt. Dafür ist die Strecke nochmal besonders markiert worden mit entsprechenden Leuchtrasierbändern. Wir haben nochmal mit einer speziellen umweltverträglichen Sprühfarbe an einigen Stellen die Wege markiert, sodass die Nachtwanderer, wenn sie mit ihrer Stirnlampe unterwegs sind, auch die entsprechenden Markierungszeichen finden und natürlich auch den Weg finden. Auf der anderen Seite haben natürlich viele von den Teilnehmern auch einfach unsere App runtergeladen, haben die Strecke sozusagen digital auf dem Handy in der Hosentasche und orientieren sich dann so, insbesondere in der Nacht. Ja, wunderbar. Ja, wir wollen pünktlich starten, deswegen fangen wir jetzt auch an. Ich bin total begeistert, muss ich sagen. Vor ein paar Monaten war noch nicht klar, ob wir das alles durchführen können. Vor ein paar Wochen wurde es immer schwieriger. Wir hatten in der letzten Woche auch ziemlich hohe Inzidenzen hier bei uns in der Gegend. Und da hatten wir schon die Befürchtung, dass der ganze Aufwand, der betrieben wurde, dass das irgendwie nicht umsetzbar ist. Aber umso schöner ist es, euch alle hier heute begrüßen zu kommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja heute zu Gast hier in der schönen Stadt Frankenau, direkt am Nationalpark gelegen. Und neben mir steht der erste Stadtrat der Stadt Frankenau, also der Vertreter vom Bürgermeister. Und das freut uns ganz besonders, dass die Stadt uns hier auch die Halle zur Verfügung stellt.
Und der Herr Lange wird uns jetzt noch ganz kurz begrüßen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, unser Bürgermeister ist leider kurzfristig krank geworden und hat mich gebeten, das zu tun. Da ich selber auch ein Wanderer bin, nicht so ein Extremer wie Sie, freut mich das ganz besonders, denn ich weiß, was das bedeutet, Wandern. Also ich darf Ihnen im Namen der Stadt Frankenau, darf ich Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen in der Nationalparkstadt und Arche-Region Frankenau. Sie werden ja morgen früh und vielleicht heute Abend noch einiges sehen, was sich lohnt, mal wiederzukommen nach Frankenau. Wandern heißt in der Natur unterwegs sein, das kenne ich selbst auch, weil ich auch sehr gerne wandere. Und da sind Sie hier bei uns in den allerbesten Händen. Wir haben hier Natur pur vom Feinsten. Wir haben einmal den Nationalpark direkt hier vor der Haustür, also werdende Wildnis, GeoOnline 2017, schönster Nationalpark Deutschlands. Und wir haben die Arche-Region direkt vor der Haustür für die, die nicht wissen, was eine Arche-Region ist. Es gibt ja viele Archen, aber was unsere Arche hier beherbergt, ein Potenzial 100 Hektar extensiv beweidete Wiesen und Weiden mit einer Blütenvielfalt und Pflanzen, die auf der roten Liste stehen, die Sie anderswo nicht mehr finden oder sehr selten finden. Und diese Flächen werden gepflegt mit alten Nutztierrassen, die Sie auch nirgendwo mehr sehen. Denn die Arche-Region gibt es nur zwei in Deutschland, eine oben an der Elbe und die zweite ist hier. Also immer mal wieder ein Ziel, zurückzukommen. Und nun zum Wandern selbst. Sie gehen ja in die werdende Nacht hinein, das kenne ich. Ich war im Hochgebirge häufig unterwegs, da geht man dann bei der Gipfelbesteigung nachts mit der Stirnlampe los. Alle Sinne sind eingeschaltet, scharf geschaltet, dass man den Weg nicht verliert. Und dann kriegt man auch unterwegs Sachen mit, die jemand sehenden Auges gar nicht mitbekommt, weil die anderen Sinne sind eingeschaltet. Dann ist man überrascht, was man alles gesehen hat. Ja, und dann gehen Sie durch die, nicht nur durch unsere wunderschöne Arche-Region, sondern Sie gehen ja eine Schleife von 84 Kilometer und sehen das Schloss Reckenberg, die Jugendherberge Hessenstein, den Hutewald Hallo und viele, viele andere wunderschöne Ziele, an die Sie sich sicherlich erinnern und vielleicht kommen Sie irgendwann mal wieder. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Deswegen sagen wir auch ganz herzlichen Dank an das Edersee-Marketing, dass Sie uns hier als Start- und Endpunkt ausgewählt haben. Und ich sage auch ganz herzlich Dank an unseren TSV, der letztendlich für die Organisation verantwortlich zeichnet. Das ist eine hohe Anforderung, das kann man nur machen, wenn man einen großen Verein hat. Und sage ich einfach frisch auf, ich glaube, das ist der Wandergruß, und wünsche Ihnen, dass Sie alle Ihr Ziel erreichen und gesund und munter wieder hier morgen erscheinen. Wo ich die 84 Kilometer laufen will, weil ich seit 2014, seitdem es diesen Edersee-Marathon gibt, das schon immer mitgemacht habe, dass es eine tolle Geschichte ist, durch die Nacht zu laufen. Es sind tolle Menschen, die du triffst und ja, macht einfach Laune und ist schön. Aber 84 Kilometer ist auch eine echte Herausforderung, das auch nachts. Das ist auch nachts eine ordentliche Herausforderung, aber wir fühlen uns noch fit und ich denke, wir werden es auch dieses Mal wieder hinkriegen. Was denkst du, wann wirst du hier einlaufen? Also unser Ziel ist immer, wir machen das und mehr Spaß an der Freude. So, wir hoffen, dass wir es in 20 Stunden schaffen. Ihr lauft in der Gruppe? Ja, wir sind etliche, die sich jedes Jahr bei diesem Marathon immer so treffen. Aus dem Sauerland, aus Heidelberg, wo sie alle herkommen. Wir gehen dann so weit wie es geht zusammen. Und jeder geht sein Tempo. Wichtig ist, wir treffen uns am Ziel und trinken ein Schöpfchen zusammen auf die schöne Tour. Und das ist immer wichtig. Gutes Gelingen. Ja, danke. Ne? Ich bin doch nicht gestickt!
jetzt nochmal, weil ich mache ein Video davon. Und jetzt alle mal winken und yeah! Super! So. Warte, ich muss an die andere Kamera. Da kannst du nicht noch rübergehen. Von mir aus, ihr könnt das los. Jetzt geht's los, Tina voll, kommt sofort wieder. Auf geht's. Danke. Wenn er die Kohle ist, aber in 9 Stunden, weil das schaffst du nur. Nee, das. Es sind 20 Stunden. So, genau, wink mal! Hast du eine Winkelkarte dabei? Ah, stimmt, ich bin. Maria Bischoff, die Bundestagskandidatin der CDU hier in Frankenau beim 24-Stunden-Wandern rund um den Edersee. Hallo Frau Bischoff. Hallo Herr Dudek. Frau Bischoff, unsere Region, das gehört natürlich auch Teil des Schwalm-Eder-Kreises dazu, viel Natur und lockt viele Touristen und Wanderer an. Ist das was, was man mit einer Kandidatin der CDU im Bundestag auch ausbauen kann? Absolut. Also wenn wir eins gesehen haben in der Corona-Pandemie in den letzten 1,5 Jahren, dann, dass der Tourismus hier vor Ort boomt. Das beflügelt die Region hier. Wenn man die Autos hier sieht, die heute bei dem Wandern dabei sind, aus ganz Deutschland sind die Leute hierher gekommen, um bei mäßigem Wetter heute hier um den Edersee zu wandern. Wir sehen, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und das müssen wir unbedingt fördern, auch von Bundesseite. Tourismus ist hier eine Geschichte. Touristen würden auch gerne mal eine Tasse Kaffee trinken, eine Stracke, wie wir sagen, alle Wurst, wie man im Schwalm-Eder-Kreis sagt, essen. So ein bisschen fehlt da die Infrastruktur und das unternehmerische Denken in manchen Orten. Das fängt natürlich immer auch vor Ort an, dass da kluge Köpfe sitzen, die das auch weiter vorantreiben. Und von Bundesseite muss man natürlich die Voraussetzungen schaffen, dass das auch hier vor Ort gefördert werden kann. Da gehört Geld dazu, da gehört Passion dazu. Das klappt gut in weiten Teilen, aber das kann sicherlich noch besser werden in der Zukunft. Förderprogramme gut und schön. Der Bund gibt es als Land, das Land gibt es an die Kreise und das wird immer so ein bisschen gefiltert. Was dann unten ankommt, ist relativ dünne. Sie selbst haben in den USA studiert und kennen da die Vorgehensweise für Unternehmensgründung, die um ein Vielfaches einfacher sind als bei uns in Deutschland. Ja, die CDU hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass wir genau das vereinfachen müssen. 24 Stunden sollte es maximal dauern, Unternehmen gründen zu können. Das beflügelt die Regionen und das schafft auch Motivation, dass Leute hier sagen, sie packen es selber an und gründen neu. Danke. Hartmut Schenk, Obergrenzebach aus dem Schwalm-Eder-Kreis. 84 Kilometer hier beim 24-Stunden-Edersee-Wandern. Wie war's? Hart, wegen 3 Stunden Regen und sehr schmackige Strecke und stockfinstere Nacht. Das ging ja zum Teil durch den Nationalpark. Ja. Schwierige Strecke oder? Ja, die zweite Hälfte war schon ganz schön hügelig, die war schwer. Wie lange haben Sie gebraucht? 14 Stunden 38 Minuten. Oder so ganz schön zügig, ne? Ja, das stimmt. Würden Sie es nochmal machen? Ja. Und von der Organisation her? Einwandfrei, gibt es nichts zu meckern. Ich muss halt sagen, die ersten 8 oder 39 Kilometer waren etwas besser ausgeschildert. Ja. Die zweiten, da waren mehr Wegweiser. Mhm. Und unterwegs Verpflegung? Station? Die war einwandfrei. Warmes Essen gab es. Und Markierung? Da gibt es nichts zu meckern, vom Feinsten. Gut, vielen Dank. Guten Morgen, wie war's? Schön anstrengend. Schön anstrengend? Sie sind erst der Dritte, der einläuft. Oh, das ist doch schön. Und Ihr Name bitte? Hendrik Schmidt. Aus?
der Nähe von Schwalmstadt. So, Schwalm-Eder-Kreis. Genau. Der Obergrenzebach, der Schenk, der aus Obergrenzebach, ist auch schon da. Na, ich komme direkt aus Schrecksbach. Ja. Also jetzt noch ein bisschen weiter von Schrecksbach. Ja, ich weiß, wo Schrecksbach liegt. Alles klar. Aber super Organisation, habt ihr echt toll gemacht. Zufrieden und glücklich. Ja. Gut. Sehr zufrieden, sehr glücklich. Und die Kinder sind auch froh, dass der Vater nicht im Wald verloren gegangen ist. Aber ihr habt super ausgeschildert, das war wirklich toll. Gut. Habt ihr schön vielen gemacht. Dank. Klaus Günther, 24 Stunden Wandern Edersee neigen sich zu Ende. Die Läuferinnen kommen jetzt nach und nach rein. Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Das hat hervorragend geklappt. Einmal natürlich großen Respekt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja teilweise bis zu 85 Kilometer zurückgelegt haben. Ganz großen Respekt auch gegenüber allen freiwilligen Helfern an den Stationen, die das hervorragend gemacht haben. Und es gab einen ganzen Veranstaltung über nur Lob von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese Unterstützung. Und das ist natürlich eine super Geschichte. Also wir sind da rundum zufrieden. Zwar die Nachtwanderung nicht ganz so optimal durch die Witterung. Trotzdem gab es keine Verluste. Nein, es gab keine Verluste. Es hat alles sehr gut funktioniert. Es gab durchweg das ein oder andere Mal etwas Regen, aber das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut weggesteckt. Ja, und von daher sind wir auch da zufrieden. Das hat gut funktioniert. Wir haben eben gehört im Gespräch mit Teilnehmerinnen, super organisiert, noch mehr Teilnehmer, aber es gibt Obergrenzen. Ja, wir bewegen uns ja unter anderem auch in Schutzgebieten, im Naturpark, als auch im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir das nicht überziehen. Und deswegen ist es entsprechend auch begrenzt, sodass das auch vereinbar bleibt mit dem Schutzgedanken des Nationalparks. Ist ja schon was Besonderes, dass man nachts durch den Nationalpark laufen darf. Ja, es ist was Besonderes, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Veranstaltung. Wir wollen was machen, was sich auch von anderen Veranstaltungen ein Stück weit abhebt. Und ich glaube, auch so eine kleine Limitierung kann da nicht schaden, um die Besonderheit nochmal hervorzuheben. Wann wird es die nächste 24-Stunden-Wandern geben? Wir planen, nächstes Jahr im September wieder eine 24-Stunden-Wanderung zu machen. Der Termin wird jetzt in den nächsten Tagen festgelegt und entsprechend veröffentlicht. Klaus Günther, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und wir sind alles aufgestiegen, so herrlich, ne? die erste Etappe. Ja, und dann habe ich nur gedacht, wenn das so weitergeht, dann kann ich auch abbrechen. Aber dann Frühling kommt jeder, Gott sei Dank. Ja, Olaf, also war, wie ich mir es vorgestellt hatte, war anstrengend, aber schön, auch wieder neue, interessante Leute kennengelernt. Und das ist ja das, was... Wir sitzen auch was so, neben. Ja, die Bekannten sind auch dabei. Aber auch wirklich neue Gesichter kennengelernt. Und die sind, mich freut immer, wenn ich höre, wie begeistert die hier von unserer Gegend sind. Und dass das auch ein tolles Event ist. Und das, wenn ich gesund bleibe, mache ich das nächste Jahr wieder mit. Das macht mir einfach Spaß. Dann haben wir ein Date. Und die 85 Kilometer durchgehalten? Ja, habe ich gemacht und auch eine ganz gute Zeit haben wir gehabt, wobei das neben... Wir kennen uns doch von heute Morgen, ja, ja. Wo das Laufen etwas steifer war. Ja, es ist noch nach 55 Kilometern vorbei gewesen. Genau. Aber durchgehalten war gut, wobei die Zeit nebensächlich ist, nee, war rundum zufrieden. Zeit ist ja beim Wandern und so sagen hier die junge Dame, untrainiert, 55 Kilometer ja, untergerissen. Absolute Spitze. Ne? Fix und fertig, war aber wunderschön, nach wunderschöne Landschaft. Nach am betreuten aber, Wandern. Ja, Winnie hat mich durch die Gegend geschliffen. War klasse, also gerne wieder. Vorsorge, Nachsorge, alles drin. Genau. Ne? Ja, keine Ahnung, wie das war, aber auf jeden Fall hat sich dann wieder aus der Kopf geflasht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist durch die geimpfte, gesunde Familie und dann läuft das. Also, aber dann ist es nicht.